So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Und zwar waren wir ja dabei, die Tortechnik zu bauen. Und ich habe ja gesagt, beim nächsten Video werden wir fertig. Ich sag mal so, wir sind fertig. Was habe ich gebaut? Eigentlich nicht mehr viel. Nur das, was wir gesagt haben. Das heißt, wir haben hier unsere Dingens gebaut, die nur nicht mal verlängert. Ich habe die anderen sogar verlängert, ja, um noch einen dabei, so wie wir es gesagt haben. Und dann habe ich, was ist denn hier los? Wieso hältst du das so grausam, Mann? Und dann habe ich einfach das mal ausprobiert. Soweit, so gut, soweit funktioniert's. Die da hinten irgendwie komischerweise nicht. Warum nicht? Weil die kriegen doch alle Strom, ne? Ja, die kriegen alle Strom. Mal eben ausprobieren, zack. Das ist schon weg. Ich habe keine Ahnung, warum das hier nicht funktioniert. Aber das soll sogar egal sein. Warum? Warum kann ich euch zeigen? Warum kann ich euch zeigen? Wir haben ja. Scheiße, jetzt komme ich nicht rein. Nee. Aber warte mal, wo haben wir den hingebaut? 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 Haben wir den hier außen gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Hier? Hier? Und ich habe euch das nicht gezeigt. Ihr wisst es nicht. Da unten ist was. Hier? Warte mal. Nee, hier nicht. Wo habe ich denn den Sensor gebaut? Wo habe ich den Sensor hingebaut? Warte mal, irgendwo von unten kann ich den sehen. Zack, 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 zack. Immer noch nicht. Okay. Ich habe noch ein bisschen Keramik. Zack, zack, zack. Falsche Taste. Oh Gott. Ah, ja, Schweine. Wo habe ich denn den Sensor hingebaut gehabt? Auf der anderen Seite? Nee. Oder? Nee. Oder? Nee. Hier? Nee, oben bestimmt nicht. So. Wo habe ich denn den Sensor jetzt hingebaut? Mal ehrlich, ich habe den doch da hinten und dann runter raus. Ist egal. Was ich euch zeigen wollte, zeige ich euch so. Und zwar. Oh, Scheiße! Scheiße! Nee, 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 nee. Oh. Nee, 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 nee. Oh Gott. Wir haben den größten Fehler überhaupt gemacht. Gott, wo kommt der jetzt lang? Oh shit, shit, shit. Jetzt finden wir auch den Sensor. Der ist hier hinten. Oh mein Gott, 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 wir haben vergessen. Jetzt macht er das Tor zumindest mal auf. Oh mein Gott, wir haben vergessen, da unten Licht zu machen. Jetzt ist das alles voll mit Mobs. Holy shit. Holy shit. Alles voll mit Mobs. Aber was ich euch zeigen wollte, jetzt kann ich es euch zeigen. Ich glaube, das hat jetzt schon funktioniert. Da hinten steht der, muss ich mir merken. Und zwar durch die Pistons von unten schieben wir die Pisten eh alle zusammen. Und wirklich alle. Da bleibt keiner von übrig. Das heißt, wir müssten hier eigentlich gar nicht so viel machen oben. Wir könnten uns hier die ganzen Kondensatoren sogar sparen. Ja, also die ganzen Kondensatoren können wir uns sparen, rein theoretisch. Wir müssen nur gucken, dass die vernünftig runtergehen. Das ist alles.
Ne? Und das tun wir. Und sie gehen auch vernünftig wieder hoch durch die unteren. Und somit ist alles paletti. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig. Jetzt gehen wir nur noch gucken, wie wir da reinkommen. Und jetzt weiß ich nur noch nicht ganz genau, wie wir das machen, dass die ganzen Viecher da rausgehen. Ja. Das wird noch ein Spaß. Ich wollte eigentlich mit euch weiterbauen. Stück für Stück weiterbauen. Jetzt habe ich hier natürlich die Kacke am Dampfen. Jetzt habe ich hier... Haben wir die noch mit? Machen wir noch. Baue ich das jetzt einfach zu, dann haben wir aber eine riesen Geräuschkulisse, ne? Bau das da hinten zumindest schon mal zu. Das bauen wir schon mal zu. Damit die hier nicht unkontrolliert zumindest gleich rumeiern. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir die nachher mal Stück für Stück ausräuchern, ohne dass die hochgehen. Das wird noch ein Spaß. So, so lange. Ja, auch wenn das wie Cheaten ist, wir machen es mal weg, weil das ist mir zu laut. Das ist mir zu laut. Und ich habe keine Lust, dass unsere ganze Technik jetzt gleich kaputt geht dadurch. Das heißt, wir schmeißen die jetzt einfach alle raus und werden dafür jetzt mal eben Fackeln holen und das Ding vernünftig zumachen. Ich weiß, es ist wie Cheaten und ja, es ist in Ordnung. Wir haben da jetzt so lange dran rumgebastelt und rumgebaut, es ist in Ordnung. Jeder, der was anderes sagt, darf er tun. Ist jedem selbst überlassen, aber ich finde, dass das in Ordnung ist. Ja, wir müssen noch so einiges abbauen, unsere ganzen Hilfskonstruktionen, unsere ganzen Erklärdinger müssen wir alles noch abbauen, aber das kann ich alles selber abbauen, ist kein Thema. Wie viel Uhr haben wir es? 3 Uhr? Ja, 3 Uhr, prima. Oh, auf der Glockenuhr, da hinten haben wir es 3 Uhr, wir haben 3 Uhr. Prima. Wow, ich habe das Hühnchen nicht getroffen. Fackeln haben wir noch nicht einsortiert. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Fackeln haben. Das weiß ich gar nicht. So. Wir haben fertig. Uhu. Schön. Zack. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Ich sollte hier ausmisten. Echt ohne Witz. Oh, guck mal, ein Kessel. Ich glaube, den können wir als nächstes vielleicht mit dir brauchen. Wir wollen ja eine Braustube, aber wir wollen vielleicht erstmal, nee, bevor wir die Braustube machen, machen wir erstmal unsere, Hat schon jemand die Fackeln gesehen? Feuerschutz, Okay, daraus lässt sich Stöckchen herstellen, oder Stöckchen mit Kohle. Lassen sich meines Wissens nach Fackeln herstellen. Ein Trick. Wow. Krass, ne? Hab ich gelernt. Hat man mir beigebracht. Man hat zu mir gesagt, Mensch, was bist du für ein Noob? Ich sag, was, warum? Ich hab doch gar nichts Schlimmes gemacht. Ja, weißt du nicht, wie man die Dinger am besten, am sinnvollsten, am einfachsten aufteilt? Ich sag, wie am einfachsten aufteilen? Ich sag, am einfachsten aufteilen ist, wenn ich das im Kopf mache. Nein. Oh, guck mal, es wird dunkel. Wenn es dunkel wird, legen wir uns kurz einmal schlafen. Ich sag nee. Er sagt nee. Einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Das heißt, wenn ihr mal irgendwas haben müsst, wie hier zum Beispiel, linke Maustaste gedrückt halten und einfach ziehen. Über jeden Slot, wo ihr drüber zieht, wird das dann einfach aufgeteilt. Wahnsinn, oder? Habt ihr das gewusst? Bestimmt. Hab ich das gewusst? Nope. Weiß ich's jetzt? Jawohl. Jetzt weiß ich's. Das heißt, jetzt sind wir nicht mehr ganz so schrecklich wie gedacht. Wir können das in die Hand nehmen. Boah, nee, das sieht total falsch aus. So, genug rumgelabert, rumgeredet um den heißen Brei. Wir gehen zurück, machen das Ding heller, damit wir dann, achso, wow, da hätten wir gar nicht schlafen müssen, ne? Butterbaum. Egal. Danach müssen wir uns mal überlegen, wie wir es machen mit der Inneneinrichtung. Wie wir Bücherregale herstellen, das weiß ich sogar gar nicht. Wie wir die jetzt herstellen, ich glaube, das weiß ich gar nicht. Dafür brauchen wir irgendwie Papier und Bücher. Und, das ist falsch, Bücher.
Tja, und vielleicht so und so viele Bücher ergibt ein Regal? Keine Ahnung. Also, okay, das ist ziemlich hoch hier, ne? Der Bau. Also, für euch nochmal, wenn ihr sowas bastelt, ja, und baut, genügend Kerzen überall hinpacken. Das habe ich bei mir im Dingens auch schon gemacht gehabt. Im Hauptbahnhof habe ich es auch gemacht gehabt. Da habe ich nach alles zu tapeziert. Hauptsache, da kann nirgendwo irgendwas spawnen, weil es gibt nichts Nervigeres als irgendwelche Mobs, die ganze Zeit rumschreien und meinen, sie wären irgendwas Wichtiges, obwohl die für uns super uninteressant sind. Also packen wir hier alle schön voll mit irgendwelchen tollen Kerzen, Fackeln, sonst was, muss nicht toll aussehen. Hauptsache, haben wir schon die ersten 64 weggeballert. Hauptsache, es ist hell in der Bude, in der Butze hier. Zack, hier machen wir auch noch ein paar hin. Zack, überall mal ein bisschen. Warte mal, wieso habe ich das denn nicht? Wow. Hier auch überall links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, 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 hier auch überall welche, und dann machen wir hier noch so, dass die sich den Kopf stoßen, wenn die rein wollen. So, perfekt. Schön. Boah, wir springen hier runter. Nicht so dolle. So, so, perfekt. Jetzt haben wir das endlich geschafft. Wir sind mit unserer Tortechnik bald. Doch ein Stück höher müssen wir noch. Wir sind mit unserer Tortechnik fertig. Und da bin ich ganz schön stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Wir machen hier die Tortechnik zu. Und es kann uns keiner was. Wir brauchen das sogar noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, wieso ich die überhaupt dahingesetzt habe. Brauchen wir nicht. So, es funktioniert. Wir haben Tag. Das Ding ist offen. Wir packen wieder auf einfach. Weil wir brauchen es ja nicht zu schwer haben. Schön, was machen wir jetzt hier mit dem Innenraum? Bücherregale herstellen. Wir müssen wissen, wie man Bücherregale herstellt. Den ganzen Quatsch schmeiße ich einfach immer wieder rein. Wir müssen wissen, wie man Bücherregale herstellt. Wir müssen wissen, wie... Ja, okay. Ich hab's kapiert. Wir müssen wissen, wie man Bücherregale herstellt. Mein Hund. Ich muss die kurz antippen. Na, Platz. Wir gehen uns jetzt mal, erstmal müssen wir Papier herstellen. Aber das können wir ja, weil wir haben ja eine, ich habe keinen Weizen. Ein dunkles Schaf. Ein Ei. Ups. Oh, ein Hühnchen. Ist nicht so, als hätten wir nicht genügend. So. Platsch. Wo haben wir denn, hier? Nein. Ja, guckt euch das an. Unsere Farm, was die schon gebracht hat, obwohl wir jetzt noch nicht mal so viel gemacht haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Obwohl wir noch nicht mal so viel hier in der Ecke waren. Ist das kurz geleckt. Ja, also wir müssen... Ich meine, das sind ja Spawn-Chunks, heißt das, glaube ich. Ja, die sind also durchgehend geladen. Das heißt aber auch, unsere Farm da hinten funktioniert einbahnfrei. Einbahnstraße, frei. Da. So, jetzt muss ich gucken. Ja, drei Papier. Ach, wow. Wow. Jetzt haben wir genügend Papier. So. Wie stellen wir jetzt? Oh, wird dafür nicht Tierleder? Ich habe irgendwo Tierleder schon mal gefarmt. Da. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich nehme alle mit. Brauchen wir nicht Tierleder? Richtig. Perfekt. Oh, was? Oh, alles klar, dann bringen wir die restlichen Tierlieder wieder. Oh, wir haben schon ein Rezept. Wir haben schon ein Rezept. Ja, wo ist das Ding jetzt? Da stand da Bücherregal. Oh, was ist das? Buch und Feder.
Können wir ein Buch schreiben? Die Memoiren von dem Einsiedlerkrebs. Oh, Gemälde können wir malen. Gemälde sind vielleicht auch vielleicht was Interessantes. Können wir vielleicht unser Haus und Heim können wir nochmal verschönern. Hier sind Rahmen. Hier ist ein Bücherregal. Drei Bücher und genügend Eichenbretter oder andere Bretter. Wir haben hier Akazie. Mach mir was aus Akazie, zack. Ich will Bücherregale. 42 Stück. Machen wir 42 Bücherregale. Und wir gehen schnell rüber und werden die ersten schon mal wieder platzieren. Was heißt schon wieder? Die ersten überhaupt mal platzieren. Weil dann können wir irgendwann verzaubern, da dann. Ich habe aber letztens irgendwann mal bei einem anderen Server, und zwar bei Willi, ja, It's Willi Gaming, heißt auch, glaube ich, auch der Server, It's Willi Gaming. Oder heißt es nur Willi Gaming? Bin mir gerade unsicher. Habe ich ein schönes Design gesehen von so einer kleinen Leseecke, will ich mal behaupten, ne? Und zwar hat der das eigentlich ziemlich cool gemacht. Und zwar hat er unten im Boden eingelassen so eine Truhe gehabt. Ich brauche gar nicht so eine Truhe gehabt, wo dann im Prinzip die Sachen drin sind. Haben wir hier eine Truhe drin? Hier nicht. Ich weiß, dass wir oben noch eine Truhe hatten. Dann gehen wir schnell nach oben. Wo dann die Sachen drin sind, wie Bücher oder Sachen zum Verzaubern und so weiter. Wie das blaue, die blauen Dings da. Achso, wir sind doch noch nicht fertig hier oben, übrigens, ja. Das ist natürlich jetzt, ja. Wir müssen da natürlich noch so einen Tag-Nacht-Sensor anschließen. Das heißt, wenn Nacht wird, muss der dann natürlich runterrutschen, runterdrücken. Den haben wir aber da unten stehen und ich mag jetzt nicht schon wieder runterlaufen. So, wie machen wir es jetzt? Machen wir hier auch mit Gängen, die voller Bücher sind? Das könnten wir machen. Und dann so eine schöne Leseecke. Ich mache mal hier so eine Leseecke, oder? So. So, schön so hoch. Machen wir die bis zur Decke hoch. Ja, ich habe ja gehört, je mehr man umherum macht, desto effektiver werden die. Das können wir auch machen. Dann werden wir die Lampen einfach oben hin packen. So, das heißt, wir werden das schön so machen. Hier können wir dann so ein Verzauberungstypi hinstellen, so ein Ding hinstellen. Dann werden wir das noch so machen. So. Ich würde es aber gerne zum Beispiel so runter machen lassen. Oh nein, wenn du die abbaust, dann kommen wieder Bücher raus. Schlecht. Aber passiert. So. Im Prinzip so. Zack. Da haben wir so eine richtig coole Ecke. Ja, es sollte eigentlich noch mehr sein. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie groß das Verzauberungsding jetzt ist. Ich glaube, 4 kann das? Oder ist es nur 1 groß? War das nur 1 groß? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ich werde erstmal ausleuchten. Provisorisch ausleuchten. So, damit hier keine Mobs spawnen. Das finde ich relativ hübsch. So, und wenn wir jetzt vielleicht noch so eine Nische machen. Ich meine, angenommen, das ist nur 1 groß. Dann kommt der dahin. Das heißt, da können wir freilassen. Dann machen wir es so. Warte mal, da ist frei, dann ist das der Kreis, der frei ist, richtig? Das heißt, wir machen hier 2 hin und hier einen hin. Da hätten wir hier so eine... Das wäre... Sieht das cool aus? Ich finde schon, oder? Hat doch irgendwas, die Ecken. Oder? Vertue ich mich. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. So, und bis dahin können wir dann, weil wir wollen ja eine Bibliothek machen,
mehrere solche Ecken und eigentlich sowieso immer mal wieder, sagen wir mal, jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug, vielleicht so wieder hochgehen. Das können wir machen. Oh, jetzt wird's Nacht. Achso, ja, wir haben ja nicht oben das Ding, ja. Moin. Wollten wir ja machen. Gucken, ob das so geht. Ob das noch geht. Tap, hep, hep. Wir müssen sowieso mehr Büchereien holen, Bücher holen und so weiter und so weiter und so weiter. Also müssen wir das noch machen. Eben gucken. Geht das so? Das geht so. Der kriegt sogar so noch mit, dass Nacht ist. Darunter. Perfekt. Dann brauchen wir das gar nicht rausbringen. Ups. So, jetzt. Ups. Jetzt sind wir besoffen. So, jetzt heißt das für uns aber auch, wir müssen hier aufhören. Warum? Die Bücherei hat zu. Wir können nichts machen. Die Bücherei hat leider schon zu. Und wir kriegen schon unsere ersten Mitbewohner hier. Die wollen wir hier nicht haben. Also schubsen wir sie freundlicherweise runter. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es heißt Explosionsgefahr oder nicht. Nein, wenn es heißt, wir bauen einfach die Bücherei weiter. Und ich hoffe, bis dahin habe ich schon genügend Bücherregale zusammengekriegt. Bis dann. Gott, jetzt bin ich beinahe runtergefallen. Jetzt bin ich beinahe tot gewesen. Gott. Ach. Ciao.